Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu Part 4 meines Hellblade Let's Plays. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Anschauen und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und los geht's! Im letzten Teil bin ich ja hier vor diesem Tor stehen geblieben. Aber jetzt werde ich hindurchgehen. Und ich hoffe, das geht so einfach. Oh, ich muss kämpfen. Oh Gott. Es geht ja gleich gut los. Hinter mir, hinter mir. Was sind das? Zwei Gegner. Steh auf, steh auf. Nein, steh doch bitte auf. Oh nein, nicht. Ich muss, nein, oh nein. Okay, ich muss ihn angreifen. Oh, was ist das denn für einer? Oh, krass. Oh, jetzt ist nur noch einer hinter mir. Ey, das gibt's doch nicht. Oh nein. Steh wieder auf. Steh bitte wieder auf. Steh bitte wieder auf, bevor der kommt. Och Mann. Okay, auf ein neues und ich hoffe, es läuft jetzt besser. Oh! Stirb doch bitte. Okay, jetzt muss ich mich mehr konzentrieren. Nein! Töte ihn! Oh, noch mehr, das sind ja noch mehr! Oh! Der ist ja auch noch da! Ich wollte ihn schlagen, aber er hat eher geschlagen. Ich muss ausweichen, weich aus! Oh! Steh auf, steh auf! Steh bitte auf, steh auf! Ich muss hier irgendwie wieder, ich muss hier irgendwie weg. Weich aus, weich doch aus, die weich nicht aus, deck dich. Der macht mich fertig, der macht mich fertig. Nein! Es sind drei, das gibt's doch nicht. Steh auf. Schnell, 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 nein! Oh, jetzt schlag zu, schlag zu, schlag zu, bevor er schlägt, schlag zu. Ach, Mann.
Einfach mehr ausweichen. Ich hoffe, dann schaffe ich. Behind you. Ich versuche jetzt mal mehr die Gegner auf Distanz zu halten. Nein! Weg. Ich darf mich nicht wieder in die Enge treiben lassen. Oh nein, das hätte nicht passieren dürfen. Nein, nein, nein. Nicht, nee, nee, ich muss zurück. Ich muss doch ein Stück zurück. Aus. Boah, was für eine Aktion. Ich hab's geschafft. Boah, ich habe jetzt voll das Herzrasen, ey. Krass. Boah, was für eine Aktion, ey. Ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Okay, ich muss also ein Feuer finden. Das wird es wohl nicht sein, das wäre ja zu einfach. Okay, dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem Feuer. Mich immer ein bisschen genau umschauen, dass ich auch nichts übersehe. Boah, hier hängen so viele Tote rum. Gehe ich jetzt hier lang oder hier? Ich glaube, ich gehe erstmal geradeaus.
Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Okay, das geht nicht, hier komme ich nicht durch. Ich muss irgendwas übersehen haben. Hier bin ich von Anfang an hergekommen. Vielleicht muss ich dann nochmal zurückkehren, diese Tür. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann gehe ich jetzt einfach nochmal durch diese Tür hier durch. Weil das ist echt fraglich, ob ich hier jetzt richtig bin. Aber es ist schon blöd, wenn man keine Orientierung hat. Okay, die Tür ging auf. Also scheine ich ja doch nicht so falsch zu sein. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Druth. Look how much it's changed. Muss mich umsehen, jetzt ist alles anders. Das war die Rede von Raben ausrichten. Okay. Okay, jetzt doch erstmal noch schnell zu dem Tor, ob ich hier noch irgendeine Information erhalten kann. Okay, hier gibt's nichts mehr. To break the seal.
Align the ravens with the mark of Valravn. Die Raben auf das Mal richten, um das Siegel zu brechen. Ich weiß nicht, ob ich hiermit irgendwas machen kann. Das sieht nicht so aus. Hier sind Raben. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Irgendwas hat sich verändert. Nein, das Tor ist zu. So, jetzt das Tor wieder offen, aber ich glaube nicht, dass ich das wieder schließen... Nein, es ist zu. Habe ich mich jetzt verguckt? Ah, okay, wenn ich hier durchgehe, ist es offen. Also irgendwas muss hier noch sein.
illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Mal gucken, ob ich hier jetzt noch irgendwas machen kann. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest. In dem Tor war ich erst schon. Da komme ich nicht durch, aber muss trotzdem schauen, ob ich irgendwas übersehen habe. The Northmen say that in the beginning there was nothing. Okay, das hatte ich auch schon. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Versuch mal irgendwie hier hinten lang zu kommen. Okay, hier geht nichts. Da komme ich ja auch nicht weiter, also gehe ich doch wieder durch das Tor durch. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich hier irgendwelche Informationen kriege.
aber ich komme hier nicht durch. Das ist das Opfer, das war doch aber erst noch nicht da. Wenn ich das fokussiere, da passiert auch gar nichts damit. Ah, ich muss hier näher ran. Jetzt sehe ich's. Jetzt. Jetzt habe ich's. Boah, was ist denn jetzt los? Oh ja, muss ich schnell weg. Okay, das Tor geht auf. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Okay, nach langem Rumirren habe ich jetzt doch den richtigen Weg gefunden. Aber diesen gehe ich jetzt erstmal nicht weiter. Das mache ich im nächsten Teil. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.